Moin, liebe Märchenfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und ich begrüße euch in einer neuen Episode von Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe tatsächlich hier nur eine Quest aufgetan, die ich jetzt ohne langes Rumgemache mit euch zusammen angehen möchte. Dafür befinden wir uns hier im Lager von Herrn Hans Carphorn, mit dem wir eigentlich hätten jetzt in den Sonnenuntergang hätten reiten sollen, aber wir haben uns jetzt, ja, eines Besseren überlegt, wie auch immer. Und meine Güte, das könnte ich, kann ich das hier sogar alles mitnehmen? Ach, ich weiß ja nicht, ob das denn auffällt, ne? Das lasse ich lieber erstmal. Ja, genau. Und deswegen reden wir doch mal mit dem Herrn Carphorn und dann wollen wir mal hören. Der schläft mit offenen Augen, seht ihr das? Na gut. Gott segne dich. Was betrübt dich? Und nun, genau, jetzt beginnen wir eine DLC-Quest nämlich. Und junger Herr, was nun? Reiten wir tapfer neuen Abenteuern entgegen? Aus deinem Munde klingt das fast schon romantisch. Und ein Romantiker ist genau das, was ich jetzt an meiner Seite brauche. Was jetzt? Gleich? Müssen wir nicht fort? Genau darum geht es. Ist doch das Leben stets ein Ritt ins Unbekannte. Was das Schicksal wohl für uns bereithält. Was, wenn uns der Heldentod auf dem Schlachtfeld bestimmt ist? Wie soll ich dann meine letzte Ruhe finden, ohne je richtig geliebt zu haben? Oha. Ich bin ein bisschen besorgt um dich, Herr. Hat dich in der Rüstung etwa ein Hitzeschlag ereilt? Hör zu, ich kann mir nicht irgendwo den Kopf abschlagen lassen, ehe ich nicht das Herz meiner Angebeteten erobert habe. Also, hilfst du mir oder nicht? Ja, haben wir denn eine Wahl? Natürlich helfen wir ihm, oder? Herzensangelegenheiten liegen mir. Gerne helfe ich dir. Was soll ich für dich tun, Herr Hans? Du, Heinrich, wirst mein Liebesbote sein. Du bringst dir einen Brief und ein Geschenk von einem heimlichen Verehrer. Warum ich? Du bist doch sonst nicht so zurückhaltend. Geh doch zu ihr und sag's ihr. Ganz sicher nicht. Carolina ist anders als die anderen. Sie war in einem Kloster und muss mit Samthandschuhen angefasst werden. Romantik pur. Ich muss sie heimlich umwerben. In Frankreich gilt das zurzeit als schick. Wer genau ist Carolina? Sie ist die hübscheste Maid auf Erden. Carolina. Die Tochter des Fleischers. Ihre Anmut kann dir auf dem Marktplatz nicht entgangen sein. Außer natürlich, du interessierst dich mehr für das Vieh. Ich kenne sie, du hast guten Geschmack, aber ich kenne sie nicht. Also, ich kenne sie tatsächlich nicht, aber ich nehme es trotzdem jetzt mal. Einfach mal die erste Option. Mal hören, was bei rumkommt. Carolina? Ich kenne sie. Sie ist ein hübsches Mädchen, aber wohl nicht ganz standesgemäß. Sprich das Herz, schweigt der Standesdünkel. Und du lässt deine Bauerngriffe von ihr. Es ist ganz einfach. Du musst lediglich eine Kette beschaffen, die ihres zarten Halses würdig ist. Ich hatte einst so eine, ein Erbstück meiner Urgroßmutter. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Was ist mit der Kette geschehen? Wie hast du sie verloren? Würfeln in den Schenkel. Aber du bringst sie mir zurück. Bist ein schlaues Kerlchen. Dir fällt gewiss etwas ein. Und dann winkt dir ein fürstlicher Lohn. Na gut, dann mal los. Oh, also schön. Gibt es noch etwas, das ich über die Kette wissen muss? Ich habe sie beim Würfeln in der Ledetschkoer Schenke verloren, als ich... Das tut nichts zur Sache. Du hast ein wertvolles Familienerbstück gesetzt, obwohl du nicht würfeln kannst. Und ob ich würfeln kann? Aber ich bin einem Betrüger aufgesessen. Zweifellos ist er immer noch dort und bringt die Leute um ihre hart verdienten Groschen. Dann hättest du ihn an den Schandstock stellen sollen. Aber meinetwegen, ich kann versuchen, mir diesen Betrüger in Ledetschko vorzuknöpfen. Gut, wie du das anstellst, überlasse ich dir. Gott sei mit dir. Okay. Ah, dann zieht er sich direkt um. Ja, ich chill jetzt hier mal hart. Okay. Ach, und jetzt geht er seine Wege wieder, wa? Naja dann, Herr der Würfel. Wir sind der Herr der Würfel. Mein Pferd, zu mir, Pebbles. Wo bist du? Treues Streitross, da ist es. Sehr schön. Honigsüße Worte. Dann wollen wir uns doch mal darum kümmern, dass wir diese vermaledeite Kette hier besorgen. Und, ich guck mal hier auf der Map. Nee, Turnier wollen wir jetzt nicht. Da ist er. Finde den Würfelspieler, den Herr Hans Kette gewonnen hat. Ja, nach Ledetschko. Dann auf nach Ledetschko. Pebbles.
Wollen wir noch mal sehen, ob wir dem dann nicht irgendwie heimleuchten können, dass wir da die Kette wieder kriegen. Was wir da für Optionen haben. So. Dann wollen wir noch mal sehen. Wir müssen zum Questmarker A, dem grünen A. Da sitzt er wahrscheinlich sogar schon. Dann gehen wir doch mal hin und sprechen mal mit dem Lausebuben. Der Detschkoer Spieler. Na dann, los geht's. Gelobt sei Jesus Christus. Hey Jesus. Hast du Herrn Carpons Kette? Das klingt Bist gut. Bist du der, der kürzlich mit Herrn Carpon gewürfelt hat? Das war ein Fest. Er mag zwar blaues Blut haben, aber er würfelt so schlecht, wie ich Lateinisch spreche. Da hast du mit Sicherheit recht. Hör mal, hast du zufällig noch die Kette, die du von ihm gewonnen hast? Leider nicht. Ein fremder Edelmann kam hier durch und wir haben gespielt. Die Würfel waren nur ihm hold. Ich hätte fast mein letztes Hemd verloren. Er hat jetzt die Kette. Verflucht. Es war klar, dass das jetzt wieder so eine Hinterherlaufquest wird. Weißt du, wohin dieser Edelmann wollte? Er hat hier vergebens auf jemanden gewartet. Gegen Mittag dann weitergeritten. Er meinte, er wolle in der Nähe der Brücke über die Sasau Rast machen. Stimmt. Im Lager der Köhler. Wenn du Glück hast, holst du ihn dort noch ein. Es gibt nicht viele gute Plätze zum Lagern entlang des Flusses. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Ein edler, gut gekleideter Herr mit Pferd. Hatte viel zu erzählen. Scheint schon viel rumgekommen zu sein. Und seine Würfel sahen interessant aus. Du sagtest, sie waren ihm hold. Ja, wundert mich nicht. Es waren ganz besondere. Richtig geglänzt haben die. Okay. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, also hier treibt er sich schon mal nicht rum. Was ist das Questlog jetzt? Spüre den Adligen auf. Da, beschaffe die Kette. Ja, okay. Spüre den Adligen auf. Er wollte den Fluss entlang. Da. Da ist er. Da treibt er sich rum. Okay. Dann auf Pebbles rauf. Zack. Reiten wir hier erstmal wieder auf die Hauptstraße. Nicht, dass er hier gleich bei der Schnellreise wieder festhängt. Und dann, würde ich sagen, reiten wir hier erstmal zum Kloster und von dort aus reiten wir dann selbst weiter. Das macht am meisten Sinn und geht auch einfach am schnellsten. Weil einfach ist, ne? Okay, so. Sind wir beim Kloster und jetzt müssen wir kurz orientieren. Ja, wir stehen sogar schon richtig. Können wir hier direkt dran vorbeireiten? Perfekt. Perfekt. So, jetzt sehen wir auch oben schon in Richtungsangaben das A. Da so ein bisschen. Ist bloß die Frage, hätte ich jetzt hier schon links abbiegen sollen? Formwald oder? Ja, muss ich. Ich muss hier hoch. Sonst kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. Okay, mal gut, ich habe es vorher nochmal geprüft. Weil dann nachher dann den Hügel hochreiten, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, ob man sich nicht nochmal beim Pferdehändler jetzt nochmal so ein richtig krasses Streitross kaufen soll und so. Ich meine, wir haben es jetzt ja auch mit Pebbles geschafft, das Spiel durchzuspielen. Aber ja, wer weiß. Also, wie steht ihr dazu? Ist euch Pebbles ans Herz gewachsen? Sollen wir Pebbles jetzt einfach weiter hier mit auf Reisen nehmen? Oder sollen wir uns vielleicht doch nochmal nach was Neuem umgucken? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Und ich versuche jetzt hier parallel mal diesem Trampelpfad hier zu folgen irgendwie. So halbwegs. Damit ich mir hier nicht alle Geräten breche, beziehungsweise der guten Pebbles auch nicht. So. Sieht schon schön aus, ne? Obwohl es dann doch schon ein bisschen betagter ist, das Spiel. Sieht es einfach echt noch gut aus. Muss man ja mal so sagen. So, ah. Das sieht nach einem Lager aus hier. Oh. Oh. Ach, herrje. Wonach suchst du? Ich fürchte, mein Freund hier kann dir nicht helfen. Dein Freund? Ach, tut mir wirklich leid. Ich will nicht pietätlos sein, aber ich hoffte, etwas von ihm zu bekommen. Die Kette meines Herrn, eine Würfeltrophäe. Deines Herrn? Und wer ist das? Mein Lehnsherr ist Herr Ratzig Kobilla von Skarlitz und ich bin Heinrich. Derzeit helfe ich Herrn Hans Carpon mit einem
privaten Problem. Große Namen hier in der Gegend. Ich bin Herr Anselm von Domki, im Dienste von... Ach, das spielt keine Rolle. Vielleicht kann ich dir... Nein, ich möchte dich um Hilfe bitten. Ich bin selbst auf wichtiger Mission unterwegs. Erstmal nicht du, ich hab's eher genug zu tun. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich muss eine dringliche Sache erledigen. Ich verstehe. Und wenn wir uns gegenseitig helfen? Ich weiß möglicherweise, wo die Kette ist. Wirklich? Ich bin ganz Ohr. Es ist so. Die Schuld trage ich. Unterwegs zu Herrn Alfons wurde ich aufgehalten und als ich hier ankam, fand ich ihn so vor. Gott sei seiner Seele gnädig. Amen, Junge. Ich war untröstlich und so wütend, dass ich mir fluchend die Haare ausriss. Herr Alfons war mein Freund und es schmerzt mich zu wissen, dass er nur wegen mir hier war. Ich hatte ihn darum gebeten, mit gewissen Leuten zu verhandeln und er hatte eingewilligt. Das ist nun die Konsequenz. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, sah ich mich um und stieß auf einige Spuren. Ich folgte ihnen bis zum Lager eben jener Schurken, mit denen Herr Alfons verhandeln sollte. Man kann wirklich niemandem mehr trauen. Und wie kann ich helfen? Gib dich als Herr Alfons aus, gelange ins Lager der Schurken und finde den verfluchten Mörder. Dann wirst du auch das finden, wonach du suchst. Oha. Jetzt müssen wir auch wieder undercover in so ein scheiß Räuberlager. Das gibt's doch nicht, ne? Oh Mann. Das ergibt doch keinen Sinn. Der Mörder von Herrn Alfons weiß doch, wie er aussah. Nein, nein. Sie haben ihn nie zuvor gesehen und deswegen hat sein Mörder ihn wohl für einen Händler gehalten. Sicher, dass Sie ihn nicht kennen? Ja, er bewegte sich in gänzlich anderen Kreisen, unter redlichen Leuten. Genau deswegen bat ich ihn um Hilfe. Es wäre also das Beste, wenn du dich als Herr Alfons vorstellst, dort herumschnüffelst und zu mir zurückkommst, sobald du etwas herausfinden konntest. Warum machst du das dann nicht selbst? Das ist eine gute Frage. Wäre es nicht besser, du würdest das selbst machen? Schließlich weiß ich nichts über Herrn Alfons. Die durchschauen mich doch. Ich würde es ja machen, aber sie kennen mich. Und wir sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Sie würden mich wohl sofort töten. Dann wären wir beide tot und diese Bastarde kämen ungestraft davon. Ich hoffe, mir blüht nicht eben dieses Schicksal. Da hinten latscht einer im Hintergrund. Seht ihr den? Kommt der denn her? Was macht er da? Was muss ich tun, damit mich die Banditen auch wirklich für Herrn Alfons halten? Wichtig ist, dass du wie ein Edelmann wirkst, nicht wie ein gewöhnlicher Bauer. Ich meine gemeine. Kleide dich so. Ohne Lumpen und rostiges Eisen. Okay. Na ja, gut. Für wahr. Das klingt nach einer vertragten Angelegenheit. Und, wirst du mir dabei helfen? Hab ich denn eine Wahl? Ich glaube nicht. Du hast ihn selbst getötet. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Tatsächlich, also... Schwierig. Wirklich schwierig. Aber bevor ich jetzt hier so einen Kampf vom Zaun breche... Komm, ich glaube ihm jetzt einfach mal. Ich helfe dir. Ich muss mich dort ohnehin nach der Kette umsehen. Und das ist eine gute Möglichkeit. Hab Dank, tausend Dank. Und lass dich um Gottes Willen nicht erwischen. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn noch jemand wegen mir sterben muss. Sollte es brenzlig werden, such das weiter. Ich werde es mir merken. Okay. Dann wollen wir noch mal sehen, wie es weitergeht. Untersuche den Tatort. Er scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vielleicht hat er geschlafen. Ihm wurde alles geraubt. Sein Geld, sein Schmuck, sogar seine Stiefel. Hier hat jemand nach etwas gesucht. Ging es um so viel Beute wie möglich? Oder vielleicht um etwas ganz Bestimmtes? Das ist die Frage, ne? Setzen. Ich könnte hier auch schlafen, das ist ja schön. Pebbles, du bist hier irgendwie so ein bisschen gerade leicht deplatziert. Warte mal, ich manövriere dich mal kurz hier raus. So, zack. Und dann gucken wir uns das doch mal an hier nochmal genau, ob hier noch was ist irgendwo. Das Pferd ist auch weg komplett. Okay. Schlafen kann ich hier noch, setzen. Untersuchen, Feuer, ja. Könnte es sein, dass hier jemand etwas loswerden wollte? Eine versenkte Karte haben wir erhalten. Aha, Questgegenstände. Die können wir uns doch bestimmt. Oder auch nicht, sonstiges. Gucken wir hier mal rein.
Da, versenkte Karte. Lesen. Mal schauen. Das sah sau. Ah, jetzt habe ich leider keinen Mauszeiger. Also das sah sau. Gibt es noch eine Brücke? Bei den Köhlern irgendwo da vorbei, da ist wohl so eine Art Treffpunkt oder was? Okay. Okay. Kann ich mit dir darüber talken? Ich möchte dich noch etwas fragen. Nee, das... Mehr muss ich nicht wissen. Das ist erstmal Banane. Der kann mir nichts weiter erzählen. Dann gucken wir mal auf die Map. Ganz schlau. So, hier ist der Köhlerlager und dann müssen wir hier wohl hin, wa? Ja, finde den Unterschlupf des Räuberhunds und seiner heiteren Gesellen. Ja. Dann machen wir das doch wohl mal. Wir könnten jetzt hier über die... Ja. Ja, über die Brücke hier am Fluss. Gibt es irgendwo eine Brücke? Da. Okay. Na, ja, dann reiten wir da mal rüber und gucken mal, ob wir den Räuberbaron und seine heiteren Gesellen finden. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob wir die richtigen Klamotten dafür jetzt anhaben, aber das werden wir dann ja gleich herausfinden. Wenn wir dann hier so, oh Gott, uns hoffentlich nicht irgendwo sonst wie verreiten. So, jetzt sind wir schon mal auf der anderen Flussseite, was ja schon mal gut ist. Hier ist das Köhlerlager, das ist auch gut. Das Lager der Köhler. Mhm. Ein Köhlermeiler entdeckt. So, so. Und hier kommen wir dann in den dichten, dunklen Wald. Meine Fresse, der war echt dicht hier, der Wald. Leute. So, und irgendwann müsste ich hier mal abbiegen können. Irgendwie hoch in den Wald rein oder so. Nee, auch noch nicht. Hier vielleicht irgendwo. Mal schauen. Hier wäre noch ein Lagerplatz. Hier kommen wir wenigstens hoch mit Pebbles. Hoffentlich. Gucken. Ah, so halb. So halb, aber... Ah, hier führt ein Weg rein in den Wald. Das ist auch gut. Den nehmen wir sonst mal. Das sieht schon nach Ausguck aus. Okay. Das entdeckt Sasauer Wälder. Ja, hervorragend, dass ich die entdeckt habe. So, und hier muss dann irgendwo das Räuberlager sein. Wir sind jetzt zumindest schon mal in der richtigen Ecke hier gelandet. Oh. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier was finden können. Das Räuberlager, also bisher sehe ich hier noch gar nichts. Nichts. Auch gar nichts, was ein Lager irgendwie ähnlich sehen könnte. Ein Schießstand. Vielleicht soll ich mal Richtung Schießstand reiten. Warte mal, den markiere ich mir mal. Wenn hier so ein Schießstand angezeigt wird, dann könnte da ja auch ein Räuberlager sein, oder? Mit X setze ich einen Marker. So. Dann machen wir das doch mal. Oh ja, da sind auch schon... ja, das sieht schon eher aus. Wir befinden uns also im gesuchten Räuberlager. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir denn hier die richtige Klamotte haben oder ob die uns denn hier gleich wieder vom Hof jagen. Schauen wir uns das doch mal an. Was uns hier erwartet. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies das Lager von Herrn Erhard, Baron von Bilowetz ist? Ist Herr Alfons, nicht wahr? Du kommst aus Prag, hm? Aus Schlan, aus Prag, ja, über der Gurem. Ich mach mal das zweite. Mitnichten, guter Mann. Aus Schlan. Ah, ein ganz schönes Stück. Wie war die Reise? Wie in diesen unruhigen Zeiten nicht anders zu erwarten? Oh ja, man ist ja nirgends mehr sicher. Überall lauern Halunken, um arglose Reisende auszurauben oder sogar zu töten. Wie war, dem pflichte ich bei. Man kann auf Reisen nicht vorsichtig genug sein. Nun gut, aber du musst dich gedulden. Herr Erhard ist gerade beschäftigt. Ganz recht, ich werde... Hier wird einem nicht langweilig. Es wird viel gewürfelt und die Wetteinsätze können sich sehen lassen. Ich habe ein Auge auf edle Handschuhe und ein altes Schmuckstück geworfen. Schmuckstück, sagst du? Jawohl, geh doch mal zum alten Blaha, dem Kerl am Tisch dort drüben. Er kann lesen, schreiben und rechnen wie ein Gelehrter. Anderes Zeug.
Er sorgt dir ein bisschen für Ordnung. Ab Dank. Vielleicht mache ich das. Okay, also unsere Klamotte scheint wohl schon mal auszureichen. Wir dürfen hier auch rein, das ist auch schon mal gut. Und wir sollen uns jetzt bei dem Blaha melden, wer auch immer das jetzt sein soll. Der alte Blaha, das ist er doch sogar schon. Ich mache hier erstmal kurz den Questmarker nochmal raus. Oder die Kartmarkierung. Dann reden wir mal mit dem alten Blaha. Mal hören. Man sagte mir, ich könne hier würfeln, bis er hat mich empfangen kann. Ja, der hat gerade viel um die Ohren. Du musst Herr Alphons sein, hm? Ich bin Blaha, Herrn Erhards Gehilfe. Jemand muss sich ja um alles kümmern. Auch ums Würfeln? Mir kam zu Ohren, dass es hier immer interessante Wetteinsätze gibt. Das stimmt. Im Moment edle Plattenhandschuhe, zwei Ketten, eine davon ein feines, ein scharfes Schwert und ich habe wohl den Überblick verloren. Es ist hier so üblich, dass man etwas setzen muss, wenn man würfeln will. Womit könnten wir denn Erfolg haben? Ziemt es sich etwa, dass der Gast deines Herrn selbst dafür aufkommen muss, dass er sich nicht langweilt? So wie du es ausdrückst, Herr. Nein, vermutlich nicht. Aha. Möchtest du sogleich würfeln, oder? Ja, dann Attacke Hü, oder? Sogleich. Wozu warten? Ein Mann, der zur Tat schreitet, das gefällt mir. Du wirst gegen Birne spielen. Er ist nicht der Hellste und kein guter Verlierer. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Ei, im Würfelturnier. Da wollen wir mal sehen, was da rauskommt. Uah. Betrüger, Herr, ich fordere dich zum Duell. Ich nehme an, wenn er denn unbedingt kämpfen will. Ich lasse mich nicht des Betrugs bezichtigen. Ich nehme an. Dann komm ran auf Meter. Spüre meinen Streitkolben. Ja, komm ran auf den Meter. Na bitte. Kann aber nicht wahr sein hier. Muss ich hier noch mit solchen Typen rumschlagen. Nur ziehen lassen, wenn er zahlt. Wenn du bezahlst, kannst du gehen. Einverstanden. Na bitte, 192 Groschen. Leute, das hat sich ja richtig gelohnt. So. Und nutzt die Leine. Unfassbar. Wird man hier noch behelligt. Unfassbar. Aber was mich ein bisschen wundert, dass ich nicht mal meine eigenen Würfel nutzen kann. Ich habe doch eigentlich Würfel, dachte ich. Irgendwo noch hier dabei oder auch nicht. Der hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen, wa? Hätte vielleicht Sinn gemacht. So.
Gleich mal ein bisschen die Klamotten wieder auf Vordermann bringen. Wenn wir jetzt nämlich in die nächste Runde gehen, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt einfacher wird. Lied stehlen, Schloss knacken sehr schwer. Kann ich mich denn hier hinlegen und schlafen? Vielleicht zwischendurch mal speichern? Irgendwie, das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt, finde ich. Aber bisher habe ich hier noch nichts, keine Schlafstätte gefunden, bei der das möglich wäre. Bandit. Ah, die würfeln hier alle. Steht noch ein Gaul. Die machen hier Bogenschießen. Na gut. Dann schnacken wir erstmal nochmal mit dem alten Blaha. Na denn? Ich will würfeln. Gegen wen trete ich an? Letztes Mal waren die Würfel hören. Es geht gegen Bert. Er ist ein waschechter Kerl, aber heißt halt so. Weiß der Teufel warum. Ja, denn wollen wir mal gucken, was er kann. Haben wir auch schon den zweiten besiegt. Das heißt, dann kann ja eigentlich nur noch einer kommen, hoffentlich, wenn es dann immer nur drei sind. Aber ob wir das denn hinkriegen oder auch nicht, das werdet ihr dann in der nächsten Episode erfahren. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Ganze bis hierhin gefallen hat, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben oder im besten Fall natürlich ein Abonnement. Oh, ich sehe gerade, Heinrich hat Hunger, das können wir auf jeden Fall nochmal abstellen. Den Mangel, zack, schön futtern, sehr gut. Und ja, dann würde ich mich freuen, euch in der nächsten Episode hier begrüßen zu dürfen, ob wir es dann schaffen können, die Halskette zu bekommen. Und jetzt dürfen wir so schon mit Herrn Erhard verhandeln. Also, schaltet wieder mit da ein, wenn ihr mit dabei sein wollt. Und dann bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.